Ja, mein Name ist Rainer Ullmann und die Berufsbezeichnung ist Flugsicherungsingenieur, Abteilung Navigation. Also mein Aufgabenbereich ist hier zunächst mal am Flughafen Frankfurt die Wartung und Instandhaltung des Instrumentenlandesystems. Die Hauptaufgabe ist die Kalibrierung der Anlagen. Das heißt, zweimal im Jahr wird ein Instrumentenlandesystem, wie wir es jetzt hier haben, mit einem Messflugzeug nachgemessen. Und während dieser Messungen sind wir also zuständig, dann eventuell nachzujustieren, so eine Art TÜV-Aufgabe. Und natürlich auch Reparaturen. Das heißt also, wenn wirklich Teile ausfallen und Defekte vorliegen, dass wir dann eben an die Anlage rangehen und dann die Fehler suchen. Und das ist mitunter dann auch eine Sisyphusarbeit und zieht sich sehr lange hin, weil ja der laufende Betrieb hier weitergehen muss. Wir dürfen das ja nicht, sage ich mal, abschalten und dann für Monate außer Betrieb nehmen. Das Instrumentenlandesystem müssen Sie sich so vorstellen. Wir haben einmal eine Antenne, die sieht man auch hier im Hintergrund. Das ist eine Antenne, die verlängert die Landebahnmittellinie. Einfach 45 Kilometer weit in den Anflug hinein, stellt so eine Art Funkzaun dahin, dem der Flugzeugführer einfach nur folgen muss und dann kommt er genau auf die Landebahn zugeflogen. Und des Weiteren haben wir den sogenannten Gleitweg. Der Gleitweg ist auch eine Sendeanlage, die befindet sich mehr im Anflugbereich, weiter vorne. Diese Anlage strahlt dann eine Art Rutsche, sage ich mal funktechnisch gesehen, in die Luft. Und diese Rutsche muss dann der Pilot im Prinzip auch annavigieren und dann einfach nur herunterfliegen, diesem Signal folgen. Und beide Signale zusammen, die kreuzen sich im Prinzip und der Pilot muss diesem Kreuz hinterherfliegen und hat auch Anzeigeinstrumente im Cockpit, die ihm das entsprechend so signalisieren, dass er das auch tun kann. Und dann führt ihn dieses System genau im Prinzip fast ohne Sicht bis zum Aufsetzpunkt. Und dann ist nur noch eine Frage des Flugzeugs, ob das dann selber von alleine aufsetzen kann oder ob dann der Pilot nochmal am Steuerhorn ziehen muss. Man muss zunächst mal ein Ingenieurstudium mitbringen. Das kommt aus der Ecke Elektrotechnik. Es gibt auch verwandte Gebiete, die da durchaus bei uns Einzug halten. Und dann gibt es bei der Flugsicherung nach Einstellung nochmal eine intensive Ausbildung auf der Flugsicherungsakademie. Da durchlaufen Sie erstmal eine Grundausbildung, um erstmal allgemein in die Technik eingeführt zu werden. Und Sie müssen dann später nochmal die einzelnen Systeme, die Sie betreuen, auch nochmal eine Ausbildung machen und erwerben dann auch Lizenzen. Und dann dürfen Sie, im Prinzip haben Sie dann den Führerschein für die Anlagen. Der ganze Bereich hier ist also unheimlich interessante Sache, finde ich. Und das reizt mich unheimlich, da in so einem Umfeld an dieser Art Anlagen tätig zu werden.